Gefährlichkeit der Betäubungsmittel und der Sucht für das Individuum und die Gesellschaft. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten, dem in seiner ehrwürdigen Schrift sagt: وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Und stürzt euch nicht mit eigener Hand ins Verderben und tut Gutes, Allah liebt die Gutes zu enden. Ich bezeuge, dass es kein Gott da außer Allah ohne Teilhaber gibt, und ich bezeuge, dass unser Prophet Muhammad sein Anbetendiener und Gesandter ist. Und nun zum Thema. Allah zeichnet den Menschen gegenüber allen anderen Geschöpfen den Verstand aus, der Gegenstand der Beauftragung, Basis des Denkens, Nachdenkens und Überlegens ist. Vielmehr wirft Allah der Majestät demjenigen vor, der solche Gabe vernachlässigt, indem der Erhabene sagt: Afala yaqilun, begreifen Sie denn nicht? Er sagt auch: Afala tatafakkarun, denkt ihr denn nicht nach? Er sagt weiter: Wama yaqiluha illa al-alimun, aber nur diejenigen verstehen sie, die Wissen besitzen. Er sagt auch: Qad bayyana lakum al-ayat la'allakum taqilun. Wir haben euch die Zeichen bereits klar gemacht, auf dass ihr begreifen möget. Er sagt auch: Inna fi dhalika al-ayat li'ulinnuha. Darin sind wahrlich Zeichen für Leute vom Verstand. Und wie trefflich ist die Aussage von Al-Hasan al-Basri: Wenn man den Verstand kaufen würde, so wird sein Preis zu hoch. Und wie merkwürdig denn ist derjenige, der kauft, was seinen Verstand verderbt. Weil Verstand, Denken und Begreifen im Islam einen hohen Stellenwert haben, hat die ehrwürdige Scharia den Verstand mit vielfältigen Schutzmaßnahmen umgeben, indem die Scharia alles, was dem Verstand Schaden zufügt und ihn vom Bewusstsein und Begreifen abhält, verbietet. Der Gepriesene sagt: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. O die ihr glaubt, brauschender Trank, Glücksspiel, Opfersteine und Lustpfeile sind nur ein Gräuel vom Weg des Satans. So meidet ihn, auf dass es euch wohl ergehen möge. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, pflegte, als er seinen Gefährten, möge Allah auf ihnen Wohlgefallen finden, huldigte, zu sagen: Ich huldige euch, dass ihr Allah nichts beigesellt, die Seele nicht tötet, die Allah zu töten verboten hat, außer aus einem rechtmäßigen Grund, keine Unzucht begeht, nicht stehlt und keinen brauschenden Trank trinkt. Die Allgemeinheit der Aussage des Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, weist darauf hin, dass der Befehl alle Betäubungsmittel einschließt. Das heißt, als brauschender Trank wird alles bezeichnet bzw. verboten, was dem Verstand vom Bewusstsein abhält, wie auch es immer die Art und Weise sei, ob durch Trinken, Riechen oder Spritzen. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, stellte eine feste Regel fest, die sich nicht nach Zeit und Ort, den Bedingungen oder Menschen ändert, und die das beschreibt, was als brauschender Trank bezeichnet wird und die Arten der Betäubungsmittel bestimmt, indem der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte: Alles, was dem Verstand vom Bewusstsein abhält, ist brauschender Trank und ist zu trinken verboten. Und wer den brauschenden Trank im Diesseits trinkt, dem wird den brauschenden Trank im Jenseits versagt. Daher umfasst der brauschende Trank alles, was dem Verstand vom Bewusstsein abhält. Egal wie man es bezeichnet, sowie ob es lau oder hart ist, sofern es den Verstand vom Bewusstsein abhält. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte: Vom Wissen eine große Menge, dem Verstand vom Bewusstsein abhält, ist die kleine Menge davon zu trinken verboten. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagte auch: Es wird die Zeit kommen, zu der einige Angehörige meiner Umma den brauschenden Trank trinken und ihm einen anderen Namen verleihen. Unter Betonung der Missbilligung von Trinken, Verkauf und Herstellung des brauschenden Tranks sagte der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen: Allah verflucht den brauschenden Trank und denjenigen, der ihn trinkt, verkauft, kauft, entsaftet, trägt und denjenigen, zu dem ihn, also den brauschenden Trank, getragen wird. Der Gesandte Allahs, Allah segne ihn und schenke ihm wohl ergehen, sagt auch: Wer an Allah und den jüngsten Tag glaubt,
setzt sich nicht an einem Tisch, wo man berauschenden Trank trinkt. Der Islam verbietet die Betäubungsmittel zum Schutz des Individuums und der Gesellschaft, denn die Gefahren bzw. gefährlichen Lagen, die denjenigen betreffen, der berauschenden Trank trinkt und die Gesellschaft negativ beeinflussen, sind zahlreich. Da der berauschende Trank den Verstand vom Bewusstsein abhält, den Respekt und die Ritterlichkeit vergehen lässt, sowie die Schüchternheit hinwegfegt. Abu Bakr Siddiq, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, verbot sich den berauschenden Trank, indem er ihn zur vorislamischen Zeit nie deswegen trank, dass er einmal einen betrunkenen Mann sah, während dieser seine Hand in sein Hinterteil legte und dann seine Hand hoch. Da sagte Abu Bakr, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, dieser Mann begreift nicht, was er tut. Von daher verbot sich Abu Bakr, den berauschenden Trank zu trinken. Es wurde auch von ihm überliefert, dass ihn einige Prophetengefährten mal fragten, ob er zur vorislamischen Zeit berauschenden Trank getrunken hatte. Da erwiderte er, ich suche um Schutz bei Allah. Sie fragten, warum? Er sagte, ich bepflegte, meine Menschenwürde zu bewahren und meine Ritterlichkeit zu schützen. Denn wer den berauschenden Trank trinkt, der setzt seine Menschenwürde und Ritterlichkeit der Verlust aus. Man berichtete dem Propheten, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen von diesem. Da sagte er, Abu Bakr hat die Wahrheit gesagt, Abu Bakr hat die Wahrheit gesagt. Zweifelsohne bestätigt die Realität, dass Drogenmissbrauch und Sucht zum Zusammenbruch der Familie, zu deren Verlust und zur Abweichung ihrer Mitglieder sowie zum Fehlen von Werten und menschlichen Gefühlen von Drogenkonsumenten führen, was zur Verbreitung vieler negativen Phänomene in der Gesellschaft führt, wie etwa die Belästigung, Zunahme der Scheidungen, der familiäre Zerfall und Verbreitung der Verbrechen in ihren unterschiedlichen Formen, sei es Diebstahl, Mord oder Vergewaltigung. Denn der Süchtige interessiert sich nicht für die Wirkung seiner Tat oder die Folgen seines Verbrechens, sondern interessiert sich nur dafür, die Betäubungsmittel in irgendwelcher Weise zu erhalten. Wie viel sind die Kriege, die wegen dem Betäubungsmittel angefangen haben? Wie viel sind die Reichen, die wegen dem Betäubungsmittel arm wurden? Wie viel sind die ehrwürdigen Menschen, die wegen dem Betäubungsmittel niederträchtig wurden? Wie viel sind die mächtigen Menschen, die wegen dem Betäubungsmittel würdelos wurden? Und wie viele sind die Ehescheidungen, die sich aus den Betäubungsmitteln ergaben? Die Betäubungsmittel sind also der Kopf der Laster und Schlüssel zu allem Bösen. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, empfohl Abu Darda, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, an, indem er sagte, trink keinen berauschenden Trank, denn er ist Schlüssel zu allem Bösen. Uthman ibn Affan, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, sagte, meidet den berauschenden Trank, denn er ist Quelle aller verwerflichen Taten. Die Drogensucht ist eine starke Ursache für den Bildungs-, Moral-, Sozial- und Wirtschaftsabbau sowie für viele gesundheitspsychische Erkrankungen, wie etwa Angstzustände, Depression, nervöse und psychische Spannungen, Gedächtnisstörungen, Vergesslichkeit, Isolation und Schizophrenie und anderen psychischen und geistigen Erkrankungen. Dies erfordert die Notwendigkeit, sich gegen diese tödliche Gefahr zu stellen und mit ihr umzugehen. Das Erzählen der jungen Menschen durch Sucht und Betäubungsmittel ist vielmehr Erzählen vom Staat, das die edlen Werte und guten Ethik zerstört. Es genügt, um die Gefahr von Betäubungsmitteln zu spüren, dass diejenigen, die in ihre Netze geraten und geschmeckt haben, zu einem Zeitpunkt kommen, in dem sie sich vom Menschen in einen gefährlichen Objekt verwandeln, das stehlen und töten oder seine Religion verkaufen kann, um seinen Neuronen in einer Szene wie Wahnsinn zur Ruhe zu bringen. Dies erfordert der Intervention
um den Süchtigen selbst einerseits und seine Familie und die gesamte Gesellschaft andererseits vor seinem eigenen Bösen zu schützen. Es ist dringend notwendig, dass jeder von uns die Verantwortung für unsere Jugend und unsere Kinder in ihren jeweiligen Positionen und Bereichen übernimmt, angefangen von der Familie und ihrer pädagogischen Rolle, über die Schule und Universität mit ihrer Bildungs- und Beratungsrolle zusammen mit den religiösen Institutionen und den verschiedenen Medien, um unsere Kinder nicht der Sucht und dem Drogenmissbrauch überlassen. Der Preis dafür ist die geistige und körperliche Gesundheit unserer Kinder, ihr Geld und das, was sie haben. Lassen Sie uns alle zusammenkommen, um eine Generation mit guten Sitten zu erziehen, eine Generation, die zur Entwicklung bzw. zum Fortschritt fähig ist, eine Generation, die die Gefahren kennt und begreift, die die Heimat bedrohen. Ich bitte Allah für euch und für mich um Vergebung. Alles Lob gebührt Allah, Herrn der Welten. Brüder im Islam, anlässlich der Eröffnung der Woche von Wasserverbrauchsrationalisierung in diesem Jahr erinnern wir uns an die Gnade Allahs für uns, und zwar das Wasser. Das Wasser ist Ursprung des Lebens und der Lebenden. Es ist auch eine der wichtigsten Quellen für die Entwicklung und den Wohlstand. Der Erhabene sagt, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ. Und wir haben aus dem Wasser alles Lebendige gemacht. Er sagt auch, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً فَإِذَا أَنْزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ وَأَنْبَتَتْ مِنْ كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ. Und du siehst die Erde regungslos. Doch wenn wir Wasser auf sie herabkommen lassen, regt sie sich, schwillt und lässt von jeder Pflanzenart wachsen. Der Islam nimmt das Wasser mit größter Sorgfalt vor und befiehlt uns, es rational zu verbrauchen. Vielmehr bezeichnet die Wasserverschwendung als Ungerechtigkeit und Missbrauch der Rechte von anderen Menschen. Ein Prophetgefährte kam zum Propheten, Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen, um von ihm die Art und Weise vom Verrichten der rituellen Gebetswaschung zu lernen. Da zeigte ihm der Prophet, Allah segne ihm und schenke ihm Wohlergehen, wie er die rituelle Gebetswaschung verrichtet, und sagte ihm, so ist die rituelle Gebetswaschung. Wer übertreibt, der missbraucht, übersteht und handelt ungerecht. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, kam bei Sa'd ibn Abi Waqqas, möge Allah auf ihm Wohlgefallen finden, vorbei. Während dieser die rituelle Gebetswaschung verrichtete, da fragte der Prophet, warum diese Wasserverschwendung, o Sa'd? Sa'd erwiderte, gibt es denn Wasserverschwendung bei der rituellen Gebetswaschung, o Gesandter Allahs? Da sagte der Prophet, ja, selbst wenn du dich an einem Fluss befindest. Der Islam hält das Wasser für Volksvermögen, auf das alle Menschen Anrecht haben. Der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sagte, die Menschen sind bei drei Gegenständen Teilhaber, nämlich dem Wasser, dem Gras und dem Feuer. Unter dem Interesse für das Wasser sagte der Prophet, Allah segne ihn und schenke ihm Wohlergehen, sieben Taten, deren Belohnung der anbetende Diener nach seinem Tod erhält, nämlich, wenn er sein Wissen unterrichtet, einen Fluss grabt, einen Brunnen täuft, eine Palme anpflanzt, eine Moschee baut und so weiter. Zum Schluss möchten wir betonen, dass die Verschmutzung und Verschwendung von Wasser eine Form der Korruption ist, die Allah verbietet. Der Erhabene sagt, وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا. Und stiftet auf der Erde nicht Unheil, nachdem sie in Ordnung gebracht worden ist. Jeder Wassertropfen gleicht einem Leben und kostet auch viel Geld. Und die Verschwendung von Wasser bedeutet Vergeudung von wichtigen Werten, die man zu bewahren hat. Daher müssen wir diese Gnade dankbar bewahren. Der Erhabene sagt, وَإِسْتَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. Und als euer Herr ankündigte, wenn ihr dankbar seid, würde ich euch ganz gewiss noch mehr Gunst erweisen. O Allah, hilfe uns, unsere Pflicht gegenüber unserer Heimat zu erfüllen und rette Ägypten und alle Länder der Welt.